Deshalb habe ich mein Studium abgebrochen. Ja, ja. Vielleicht geht das bis in Ihre Kindheit zurück. Aber erzählen Sie mal weiter. Doch, doch. Ich verstehe. Ich verstehe Sie. Warum sollten Sie mich verstehen? Sie sind eine Frau. Wie können Sie sich in mich hineinversetzen? Über das, was Sie von Ihrer Mutter erzählt haben. Ja, vielleicht. Vielleicht, weil Sie Psychologin sind. Vergessen Sie nicht, ich bin selber Mutter. Wie alt sind Sie denn? 21. Das habe ich doch schon gesagt. Sehen Sie, mein Sohn ist 20 und meine Tochter, die ist 18. Und 20 Jahre bin ich auch verheiratet. Oh Gott, das kann man ja nachrechnen. Alter bedeutet gar nicht so viel. Ja, ja, sieh nun wieder. Ich glaube, du bist beim falschen Sender. Eigentlich schon nicht mehr jung sind. Mit denen kann ich mich auch gar nicht unterhalten. Mir fehlt jemand wie Sie. In Ihrem Alter wiederholen sich diese allgemeinen Probleme. Also, sprechen Sie sich ruhig aus. Ich höre Ihnen zu. Warum sind Sie nicht meine Mutter? Dann wäre alles viel einfacher. Das glaubt ihr aber. Es gibt so wenig Menschen, mit denen man über seine Probleme reden kann. Peter, so geht das nicht. Sie müssen das Gespräch mit Ihrer Mutter suchen, sonst werden Sie diese Eifersucht auf Ihre Freunde nie abbauen. Ich habe schon vor Wut auf meine Mutter im Bett von meiner Mutter mit meiner Freundin. Okay, okay. Wie alt ist Ihre Freundin? Meine Freundin? Die ist fast 40. Also Sie sind 21 und Ihre Freundin ist fast 40. Ist das für Sie nicht in Ordnung? Doch, doch, aber das hätten Sie mir von Anfang an sagen müssen. Dann wäre unser Gespräch etwas anders verlaufen. Jetzt habe ich Sie schockiert. Schon gut, ich habe verstanden. Auf Wiedersehen. Und aufgelegt. Liebe Zuschauer, wer meine Sendung kennt, der weiß, dass das bisher nur ein einziges Mal passiert ist. Nämlich im Februar, als mich ein Geschiedener... Was ist, fahren wir jetzt den Musikclip ab? Nein, jetzt doch richtig spannend. Die ist echt getroffen. Einen Anruf lassen wir noch. Die ist verunsichert. Hier spricht Iris Sebald. Hallo. Ja. Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir Ihren Vornamen? Nein. Schauen Sie, muss ja nicht stimmen. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Sie können mir nicht helfen. Sie sollen mir zuhören. Rufen Sie hier aus der Stadt an? Ja. Und ich habe eine Waffe in der Hand. Eine Pistole. Was haben Sie mit der Waffe vor? Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich bring mich nicht um. Ja, was wollen Sie denn machen mit der Waffe? Mein Mann ist ein Mörder. Ich habe einen klugen, gut aussehenden, nicht gerade unbekannten Mann, überall beliebt, überall gern gesehen. Und er ist ein Mörder. Er ist es, der mich umbringt. Nicht ich mich. Walter, da läuft was schief. Er erniedrigt mich. Manchmal mit seiner Gleichgültigkeit oder mit seinen Lügen. Jeden Tag tötet er mich. Und jeden Tag ein Stück mehr. Ich verstehe Sie nicht. Unterbrechen Sie mich nicht. Ja, okay. Entschuldigung. Es gibt keinen Tag in unserem Leben, an dem er mich nicht betrügt. Und keine Frau hilft mir. Keine. Keine denkt an mich. Wie soll ich das ertragen? Und sagen Sie nicht, ich soll mich trennen. Das ist keine Lösung. Man kann sich nicht von ihm trennen. Nicht von so einem Mann. Sie wissen, wovon ich rede. Ich antworte Ihnen erst, wenn Sie mir sagen, was Sie mit der Waffe vorhaben. Sie ist auf meinen Mann gerichtet. Bitte tun Sie nichts Unüberlegtes. Ich war noch nie so klar in meinem Leben. Wenigstens Sie sollen seiner Hinrichtung beiwohnen. Sind Sie? Wer sind Sie? Meine Damen und Herren, bis zum Beginn der nächsten Sendung. Bitte lass mich allein. Es tut
mir leid, Iris. Was tut dir leid? Hast du denn wenigstens die Sendung gesehen? Hab ich. Ich schon. Und deswegen sind wir auch hier, habe ich das Gefühl. Richtig. Ich habe uns regelrecht angeboten. Das hätten doch die Kollegen von der Bereitschaft machen können. Da ist die Dezernatsleitung aber anderer Meinung. Als ob wir nicht schon genug Arbeit hätten. Sie sind von der Kripo. Wir sind von der Kripo. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Moment, Moment. Die beiden Herren möchten sich erstmal die Aufzeichnung ansehen. Also den Schluss der Sendung. Sie zeichnen darauf. Jede laufende Sendung wird bei uns aufgezeichnet. Und Sie? Ich versuche, Frau Sebald zu finden. Ihre Garderobe ist geradeaus. Ich bringe Sie hin. Sie müssen einen Stock tiefer zur Technik. Studio 4, gleich gegenüber der Treppe. Danke. Ich mache nicht auf. Niemandem. Frau Sebald. Nein! Rufen Sie meinen Mann an. Er soll kommen, bitte. Nein, besser meine Schwester. Nein, bitte rufen Sie beide an. Beide sollen kommen. Da geht keiner ran. Vielleicht sind Sie auf dem Weg hierher. Machen Sie auf, Frau Sebald. Nein! Mich hat sie rausgeschmissen. Soll ich Ihnen irgendwas bringen? Nein! Das war's denn wohl. Was war's denn wohl? Mit Ihrer Karriere. Sind Sie von der Presse? Nein. Ich bin Ihre Maskenbildnerin. Wir wissen nicht so ganz genau, was wir machen sollen. Tatort gibt's ja hier keinen. Bleiben Sie trotzdem erstmal hier. Machen wir. Iris, lass mich wenigstens meine Sachen rausholen. Ich will nach Hause. Nein! Darf ich mal? Machen Sie bitte auf, Frau Sebald, hier ist die Polizei. Nicht von so einem Mann. Sie wissen, wovon ich rede. Ich antworte Ihnen erst, wenn Sie mir sagen, was Sie mit der Waffe vorhaben. Sie ist auf meinen Mann gerichtet. Bitte tun Sie nichts Unüberlegtes. Ich war noch nie so klar in meinem Leben. Wenigstens Sie sollen seiner Hinrichtung beiwohnen. Sind Sie... Wer sind Sie? Das ganze Magazin ist leer geschossen. Ich habe mitgezählt. Was ist, wollen Sie jetzt nochmal sehen? Könnten Sie das auch in einen anderen Raum überspielen? Ja, natürlich, das geht. Also erstmal, Kress ist mein Name, ich bin Kriminalhauptkommissar. Haben Sie die Sendung gesehen? Das ist doch der pure Wahnsinn! Ja. Ich glaube, alle Garderoben in der Welt sehen gleich aus. Ich warte auf meinen Mann, der ist Arzt. Ich brauche eine Spritze. Da gibt's denn hier keinen Arzt? Ich habe darum gebeten, keine Anrufe. Ach so, ja. Ja, ist gut, ich werde es ihm sagen. Ein Kollege von Ihnen. Sie sehen sich die Sendung oben noch ein paar Mal an. Sie können sich hier zuschalten. Ja, Frau Dr. Sebald, ich weiß nicht, wie ich in meiner Anwesenheit... Ich werde noch mal verrückt, ja. Ja, gut. Natürlich. Wiederhören. Morgen früh, 10 Uhr, im Büro der Programmdirektion. Was heißt das für Sie?
für Sie. Ja. Das ist das Ende. Aus, Schluss, vorbei. Das ist vielleicht eine Frage. Also, irgendwas verstehe ich hier nicht. Morgen früh werde ich hingehen und meine Sendung höchstpersönlich beerdigen. Um 10. Und es wird nicht einmal eine Trauerfeier geben. Womit haben Sie sich schuldig gemacht? Oder an was? Womit? An was? Darum geht's doch gar nicht. Ja, was dann? Gibt es zwischen Ihnen und der Frau mit dem letzten Anruf irgendeinen Zusammenhang? Nein. Also warum, Frau Siebert? Weil Dreck hängen bleibt. Weil immer etwas hängen bleibt. Ganze Kübel von Mist und Verdächtigungen wird die Presse morgen über mich ausschütten. Ja, aber Sie haben doch Ihren Beruf. Ach, nichts habe ich. Absolut nichts. Und alle werden zusehen, wie ich am Dreck ersticke. Auch meine Kollegen, Psychologen. Gerade die. Warum meinen Sie, Frau Dr. Sebald, hat sich diese Frau ausgerechnet Sie ausgesucht, Ihrer Sendung? Frau Sebald? Ja, ja. Das war ein letzter Hilfeschrei. Und so viele Menschen wie möglich sollten hören, wie ungerecht diese Welt gegen diese Frau ist. Und dann begeht man Selbstmord hinterher, oder? Ach so. Ja, da ist das was dran? Frau Sebald, irgendwo hier in der Stadt ist vor etwa einer Stunde ein Mensch erschossen worden. Vielleicht. Ich kann Ihnen doch nicht helfen. Wie sollte ich? Haben Sie einen Freund, einen Geliebten oder ein Verhältnis außerhalb Ihrer Ehe? Bitte achten Sie auf Ihre Antwort, Frau Sebald. Wir kriegen sowas raus. Das ist unser Beruf. Nein. Bitte nehmen Sie Platz. Unterbrechen Sie mich nicht. Ja, okay. Entschuldigung. Es gibt keinen Tag in unserem Leben, an dem er mich nicht betrügt. Und keine Frau hilft mir. Keine. Keine denkt an mich. Wie soll ich das ertragen? Und sagen Sie nicht, ich soll mich trennen. Das ist keine Lösung. Man kann sich nicht von ihm trennen. Nicht von so einem Mann. Sie wissen, wovon ich rede. Ich antworte Ihnen jetzt. Sie wissen, wovon ich rede? Ja. Sagen wollte sie, Sie wissen, was ich meine. In der Aufregung hat sie nicht das richtige Wort gefunden. Und was wollten Sie wissen, was sie meint? Dass Ihr Mann, dass er ein faszinierender Mann ist. Vielleicht? Ja, vielleicht. Bitte tun Sie nichts Unüberlegtes. Ich war noch nie so klar in meinem Leben. Wenigstens Sie sollen seiner Hinrichtung beiwohnen. Sind Sie? Wer sind Sie? Wenigstens Sie sollen seiner Hinrichtung beiwohnen. Wenn schon nicht alle seine Freundinnen, dann wenigstens Sie. Wissen Sie, was ich glaube? Die Frau will Rache nehmen an Ihnen. Warum sollte die Frau Rache an mir nehmen wollen? Es muss ja einen Grund dafür geben. Warum? Also warum? Bitte verlassen Sie meine Garderobe. Waren Sie das mit dem Spiegel? Die Frau will Sie vernichten. Kann ich jetzt zu meiner Frau? Sie braucht eine Spritze. Bitte. Sie waren ja eine Ewigkeit da drin. Ich werde mich über Sie beschweren. Tun Sie das. Kann ich jetzt endlich auch mal rein? Meine Sachen sind noch drin und ich will nach Hause. Außerdem ist sie noch nicht abgeschminkt. Nehme an, sobald Frau Sebald ihre Spritze bekommen hat. Entschuldigung. Guten Tag. Guten Abend. Ich bin Vera Bremer, die Schwester von Frau Dr. Sebald.
Mein Name ist Kress, von der Kripo München. Ah ja, ich bin Rechtsanwältin. Und dann haben wir ja vielleicht bald miteinander zu tun. Das will ich doch nicht hoffen. Naja, ich auch nicht. Haben Sie die Sendung gesehen? Eigentlich gucke ich mir diesen Psychokram schon lange nicht mehr an. Aber die Sendung habe ich gesehen. Ja, ich habe sie auch gesehen. Ah ja. Die Sendung. Entschuldigen Sie. Können Sie mir sagen, wo meine Kollegen sind? Ich bringe sie zu Ihnen. Danke. Auf Wiedersehen, Frau Bremer. Auf Wiedersehen, Herr Kress. Jetzt komme ich erst mal dran. Entschuldigung. Also irgendwann möchten wir schon nach Hause. Mein Mann wird sich sonst was denken. Na, bei dem Ende der Sendung... Wir werden Sie nicht mehr lange aufhalten. Nur damit wir das richtig verstehen, Frau Vinzenz. Ich kann Ihnen das haarklein erklären. Werden Sie uns einen Gefallen tun und uns einen Moment alleine lassen? Sie nehmen die Anrufe an, aber Sie rufen nicht zurück. Ist das richtig? Ja, es gibt Sendungen, da ruft man zurück, aber das geht bei dieser nicht. Die Leute wollen anonym bleiben. Absolut anonym. Sonst können Sie ja gleich die ganze Sendung einstampfen. Na, das wird sie ja jetzt sowieso eingestampft. Den Anruf dieser Frau haben Sie angenommen. Was meinen Sie, was wir hier manchmal zu hören kriegen? Ja, aber das war alles ganz normal. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, dass sie vor einem halben Jahr schon mal mitgemacht hat. Aber ihr Problem, das wäre irgendwie noch nicht richtig gelöst. Wo werden denn die Aufzeichnungen der Sendungen aufbewahrt? Im Archiv? Danke, das wär's. Da sind Ihre Herren. Danke. Du kannst gleich mitkommen, Leo. Wir haben ungefähr, wie oft läuft die Sendung? Jede Woche einmal. Die Frau hat vor einem halben Jahr schon mal angerufen. Da müssten wir, ja, da müssten wir 25 Aufzeichnungen mitnehmen. Dann hat Riedmann wenigstens ein bisschen was zu tun. Erzähl mal. Sag mal, kann man diese Kassetten überhaupt bei uns im Präsidium abspielen? Das ist eine gute Frage, ja. Na, ihr macht mir vielleicht Spaß. Sollen wir sie zurückbringen? Wie sieht denn das aus? Jetzt sind wir bei Leo unten durch. Der Doktor, der Mann von der Frau Sebald. Was ist denn das für ein Arzt? Dr. Felix Sebald, Internist. Aber soviel ich weiß, praktiziert er schon lange nicht mehr. Wegen eines Nervenleidens oder sowas. Also Gesellschaftskolumnen in den Zeitungen scheinst du tatsächlich nie zu lesen, Leo. Und dabei bleibst du auch. Was wollt ihr alle von mir? Du und dieser Polizist vorhin. Es ist doch auch so schon alles. Mir machst du nichts vor. Würdest du uns bitte allein lassen, Felix? Bitte, Felix. Tu, was er sagt. Mir kannst du gar nichts vormachen. Dafür kennen wir uns einfach zu lange. Ja, ja. Ziemlich scheußlich, diese ganze Geschichte. Du hast meine Arbeit nie gemocht. Deine Eitelkeiten mag ich nicht. Und deine Eitelkeiten? Was soll ich für dich erfinden? Mord, Totschlag, Ehebruch? Sag einfach mal die Wahrheit. Was soll sein? Ich kann dich verteidigen. Ich bin stark genug dafür. Ich hab dir doch immer geholfen, Schwesterlein. Du bist meine Adoptivschwester. Das hat doch bisher nie etwas ausgemacht. Iris, hast du mir was zu sagen?
hast doch schon immer gelogen. Ja, dann habe ich das wahrscheinlich von dir gelernt. Ich weiß nicht, Leo. Das unterschätzt du, glaube ich. Frau Dr. Iris Seewald ist so eine Art moralische Instanz, wenn du so willst. Das weiß ich vielleicht bis heute Abend. Wenn die ihr Gesicht verliert, dann ist es aus, oder so. Das wäre ganz schlimm für sie. Auch finanziell. Immerhin ist ihre Schwester Rechtsanwältin. Vera Bremer. Ich habe sie kennengelernt, vorhin, vor der Garderobe. Vera Bremer ist ihre Schwester? Ach, du kennst sie? Die war doch neulich in allen Zeitungen, als sie im Prozess Dannecker verteidigt hat. Freispruch. Und es gibt kaum eine Party, bei der sie nicht dabei ist. Du solltest doch gelegentlich die Gesellschaftskolumnen lesen. Macht ihr ja für mich. Entschuldigung, Leo. Wie geht's jetzt weiter? Vielleicht hätten wir doch lieber die Kollegen von der Bereitschaft vorlassen sollen. Was haben wir? Was ist eigentlich passiert? Irgendwo im Haus, in der Wohnung, in der Villa liegt ein Mann erschossen. Vielleicht, Leo. Vielleicht. Ja, oder die Frau. Die Frau in der Sendung am Telefon hat... Sag nicht, sie hat Selbstmord begangen. Mit 7 Schüssen. Mit dem letzten Schuss. Ist das nicht möglich? Sie hat das ganze Magazin leer geschossen. Alle Schüsse hintereinander. Und keine Pause vor dem letzten Schuss. Vielleicht hat jemand bloß einen makabren Witz gemacht. Er könnte mir erzählen, was er wollte. Irgendwas ist dran an der ganzen Geschichte. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Aber wie geht's jetzt weiter, Leo? Entschuldigung. Werner Riedmann soll in dem Heuhaufen da erstmal suchen, ob die Frau tatsächlich vor einem halben Jahr schon mal in der Sendung war. Und dann sehen wir weiter. Also zweimal Gänseleberpastete. Wir sind aber heute früh dran, Frau Fuchs. Ja, wir gehen am kommenden Wochenende an Essen. Da brauche ich noch zweimal Hummerkrabben und zweimal Ragout Farm. Milch und Eier nehme ich gleich mit. Stellen Sie bitte alles zusammen und bringen Sie es rüber ins Haus. Hm? Ach ja, richtig. Kaffee brauche ich auch noch. Kann das sein, dass ich gestern Nacht, als ich zum Großmarkt ging, Herrn Werdenfels gesehen habe? Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Der hat mich gerade heute Morgen noch aus den Staaten angerufen. Guten Morgen, Frau Fuchs. Guten Morgen, Frau Mertens. Er hat mich heute Morgen noch aus den Staaten angerufen wegen des Essens hier. Sagen Sie, lose Butter haben Sie heute nicht? Oh, doch, die habe ich da hingelegt. Oh, das ist nett, danke.
Was suchst du? Ich wollte sehen, ob du schläfst. Ich schlafe. Und du? Als ob dich das wirklich interessiert. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich nicht hier schlafe nach all dem, was passiert ist. Das können Sie mir glauben. Aber irgendwo muss der Herr Werdenfels doch zu erreichen sein, auch in Amerika. Ich wüsste nicht, wo. Frau Fuchs, was ist denn von Beruf? Was ist er von Beruf? Aus Boston hat er angerufen. Leo, entschuldige, wenn ich störe. Aber ich muss los. Aha, kannst mir denn sonst noch was erzählen? Es ist doch immer dasselbe. Du kannst einen wirklich zur Verzweiflung bringen. Also, zwei Einschüsse beide in den Rücken. Ja, aber wann? 4 Uhr morgens, 5 Uhr, 6 Uhr? Früher, zwischen 0 und 1 Uhr. Die Projektile hat Riedmann. Sag mal, wo stecken die bloß alle? Heimann, Henry und so weiter. Keine Ahnung. Ich muss los, Leo. Servus. So, Frau Fuchs. Es ist wirklich schwer zu erklären, was er von Beruf ist. Er hat studiert, so viel ich weiß. Zum Teil hier, zum Teil in Amerika. Seinen Doktor hat er in Europa gemacht. Kommst du bitte, Leo? Entschuldigen Sie, Frau Fuchs, aber wir brauchen den Herrn Kress. Was ist denn los heute? Bin gleich wieder da. Wo steckt ihr denn? Komm mit. Morgen, meine Herren. Morgen. Hier, schau. Ach. Der Ehemann von der Duden? Ja, das ist Frank Werdenfels. Sind das die Schüsse von gestern Abend im Fernsehen? Und da. Also, was wisst ihr bis jetzt? Dass er sich auf einer Vortragsreise in Amerika befindet, der Dr. Frank Werdenfels. Die, die ihn nicht mögen, und das sind nicht wenige, nennen ihn den Urschrei-Frank. Er hat drei große Therapiezentren, die er auch selbst finanziert hat. Eins auf Ibiza, eins in der Toskana, eins in Griechenland. Verheiratet mit Gabriele Werdenfels, die da draußen liegt. Kinder keine, diplomierter Psychologe. Alle lieben ihn. Frauen mehr, Männer weniger. Na klar. Und was jetzt? Ich fange da an, wo ich heute Nacht aufgehört habe, und ihr macht hier weiter. Also bis später. Bis später. Wieso sind Sie schon da? Ich habe doch noch gar nicht sauber gemacht. Fangen Sie ruhig schon an. Es stört mich nicht. Wo ist Ihr Mann? Frau Dr. Siebald. Ich habe Sie gefragt, wo Ihr Mann ist. Sie haben ihn weggeschickt, weil Sie gesehen haben, dass ich komme. Nein, nein, Frau Siebald, so geht das heute nicht mehr. Wir haben die Frau aus Ihrer Sendung gefunden. Sie ist tot. Heute Nacht ermordet worden. Haben Sie die Nachrichten gehört? Ja. Gerade eben. Und kennen Sie den Namen der Frau? Nein. Doch, Sie kennen ihn. Gabriele Werdenfels. Und jetzt sage ich Ihnen das zum letzten Mal. Es ist ein Klacks für uns, festzustellen, ob Frank Werdenfels Ihr Geliebter ist. Oder war. Was auch immer, wir stellen seine Villa auf den Kopf und wir finden was. Wir finden immer was.
Manchmal habe ich das Gefühl, Sie müssen sich Mut zusprechen. Guten Tag. Tag. Sie werden Zeugen brauchen. Waren Sie heute Nacht zu Hause? Ja. Die ganze Nacht? Sie waren die ganze Nacht zu Hause? Ja, natürlich. Würden Sie das bezeugen? Nein, das kann ich nicht. Wir schlafen getrennt. Frank Werdenfels ist mein Geliebter. Frau Siebald, ich muss Sie bitten, mit mir aufs Präsidium zu kommen. Was bedeutet das für mich? Nur, was ich gesagt habe. Nicht mehr und nicht weniger. Könnte ich meine Schwester anrufen? Ja, tun Sie das. Irgendwie hat er uns wieder einmal abgekoppelt, der gute Leo Kress. Frag doch mal den Riedmann, ob er uns überhaupt noch braucht hier. Haben Sie eigentlich gerne hier gearbeitet, Frau Fuchs? Das fragen Sie mich lieber nicht. Ich habe diese Leute hier alle sowieso nicht verstanden. Das ist eine andere Welt. Was war denn die Frau Werdenfels für ein Mensch? Krank quasi, die Frau Werdenfels. Es gibt hier in der Stadt wohl kaum einen Psychotherapeuten, bei dem sie nicht in Behandlung war. Frau Gabriele Werdenfels, komme erst übermorgen, also Freitag, abholen, nicht nötig, Frank. Aufgegeben in Boston vor 4 Stunden. Das habe ich in Ihrem Zimmer gefunden. Entschuldigung, macht Sie was aus, wenn wir Sie kurz allein lassen? Aber bitte, Frau Fuchs, gehen Sie nicht weg. Nein. Das lag in Ihrer Schreibtischschublade, ganz oben. Finanzblatt, letzte Ausgabe. Einige Stellen sind rot angestrichen. Ich mach mal Stichworte. Therapieimperium wackelt. Auch wenn es einem keiner recht bestätigen will, Frank Werdenfels geht demnächst in Konkurs. Es hat wie fast immer bei solchen Unternehmungen die Kapitaldecke nicht gereicht. Es geht um 30 Millionen, so ist es nicht zum ersten Mal, dass den hochfliegenden Eitelkeiten dieser weltweiten neuen Branche die Flügel gestutzt werden. Und weiter, PS, was wird schon sein? Frau Gabriele Werdenfels, geborene von Neuenwald, ist eine der reichsten Erbinnen dieser Republik. Damit schließt sich der Kreis wieder. Das ist heute angekommen. Übermorgen, also Freitag, abholen nicht nötig. Das muss ja nicht stimmen. Wir sollten Leo anrufen. Der ist bei Iris Sebald. Dann fange ich mal bei dem Kolonialwarenhändler an. Bei wem? Da gibt es einen Kolonialwarenhändler, der hat der Frau Fuchs, also der Haushälterin, gegenüber behauptet, dass er Frank Werdenfels gestern Nacht gesehen hat. Und ich fahre zum Flughafen. Irgendwann muss er ja ankommen. Und ich? Du bleibst hier und stöberst weiter. Du kannst es doch von uns am besten. Könnte sie allmählich kommen, Ihre Schwester. Sagen Sie wenigstens ja oder nein. Was wollen Sie von mir? Ich will mit Ihnen reden. Reden? Ein Geständnis wollen Sie. Ein Geständnis über meine Liebe zu diesem Mann. Habe ich Ihnen doch schon gegeben. Frau Lehrer-Prior. Ist meine Schwester festgenommen? Nein. Nein. Noch nicht. Oder wie? Ich habe Nein gesagt.
Könnte ich bitte ein Glas Wasser bekommen? Ich hab dir auch deine Tabletten mitgebracht. Vielen Dank. Mertens. Es war zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Sind Sie da wirklich ganz sicher? Ja, also. Hören Sie nicht auf meinen Mann? Der sieht in seinem Alter nicht mehr so gut. Und dann auch noch bei Nacht. Also, beschweren könnte ich das nicht. Aber? Aber ich bin ziemlich sicher. So ein Mann wie der Herr Werdenfels ist doch eigentlich schlecht zu übersehen. Ich will ihm mal was sagen. Eigentlich können wir uns solche Aussagen gar nicht leisten. Besonders nicht hier in der Gegend. Wir hören sowieso bald auf und gehen weg. Irgendwohin, wo schön ist, in die Sonne. Woher wissen Sie das alles? Meine ältere Schwester arbeitet bei der gleichen Gesellschaft. Sie macht Buchungen. Die zieht sich alles rein, was mit diesem Typen zu tun hat. Diesen Werdenfels. Ich finde den ja ätzend. Fährt sie auch zu seinen Therapien? Jeden Urlaub. Wahnsinn. Dahinterher ist sie dann immer ganz fertig. Naja, also weiß ich immer, wo er gerade dann ist. Dieser Werdenfels, ob ich will oder nicht. Der war gestern hier. Ja, hier im Flughafen. Er ist ja nicht zu übersehen. Und weiter? Ich sag zu meiner Schwester, du, er ist wieder da. Sagt die, gibt es nicht. Und guckt alle Passagierlisten aus den Staaten durch. Ich hab ihn aber gesehen, hier, gestern. Da bin ich ganz sicher. Ich könnte sie küssen. Warum nicht? Ihre Personalien haben wir, Frau Dr. Siebald, aber das ist doch ein bisschen wenig, finden Sie nicht auch? Iris. Gut. Fangen wir mal damit an, worüber wir uns schon verständigt haben, ja? Frau Dr. Siebald, wann haben Sie Frank Werdenfels kennengelernt? Iris. Bei welcher Gelegenheit war das? Iris, bitte. Dass Sie seine Geliebte sind, haben Sie zugegeben. Sagen Sie mir, seit wann? Vera, antworte du für mich. Du machst keinen Fehler.
Dann erklären Sie jetzt wenigstens eindeutig, dass Sie die Aussage verweigern. Aber das wollen wir ja gar nicht. Haben Sie einen Vorschlag? Lassen Sie mich bitte mit meiner Schwester allein. 10 Minuten. Iris. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich weiß, dass du es warst. Und ich weiß auch, dass du das nicht wahrhaben willst. Ich kann ihr Motiv verstehen, diese Frau wollte dich vernichten. Aber was soll dir denn schon passieren? Ich besorge dir die besten Anwälte. Du kriegst die richtigen Gutachter. Kann sich so jemand wie Frank Werdenfels, den jeder hier kennt, in dieser Stadt verstecken? Lange nicht. Irgendwann muss er auftauchen. Wir haben noch Zeit. Hotels scheiden jedenfalls aus. Er kennt viele Frauen. Bei einer von ihnen könnte er untergetaucht sein. Das sind die Fotos, die er gefunden hat. Das ist doch Vera Bremer, die Rechtsanwältin. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo sie wohnt. Ruf Leo an. Ja, Chris hier. Hallo Leo, diesmal müssen wir dich stören. Es hilft nichts. Bist du allein? Ja, ich bin im Nebenraum. Allein. Ich hoffe, dass du sitzt. Ich sitze. Leo, Vera Bremer, die Rechtsanwältin. Die Schwester von Iris Sebald. Ja, was ist mit dir? Die ist die Geliebte von Frank Werdenfels. Jedenfalls vor 3 Wochen war sie es noch. Woher wisst ihr denn... Entschuldigen Sie, meine Schwester möchte ein Geständnis ablegen. Jetzt hat er einfach aufgelegt. Also, was ist? Glaubst du, dass sich Frank Werdenfels in der Wohnung von dieser Rechtsanwältin aufhält? Dass er gestern Abend seine Frau erschossen hat. Vera Bremer, Hildebrandstraße 35. Aber diesmal komme ich mit. Einer sollte hier bleiben. Ich bin auch gleich wieder da. Sag mal, du bist auch schon mal schneller gefahren. Solche Beifahrer habe ich gern. Die nächste Rechtssache.
Kriminalpolizei, machen Sie bitte auf. Machen Sie die Tür auf, erst die Polizei. Sie kommen ja nicht mehr raus. Habe ich, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Das ist, soweit ich weiß, der Sachverhalt. Was sehen Sie mich so an? Haben Sie wirklich nicht mehr zu sagen? Ich? Nein? Wieso ich? Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wie weit sie geht, um mich zu belasten. Ich habe Frau Werdenfels nicht umgebracht. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ist der Riedmann bei euch? Also, was ist? Kannst du schon was sagen? Bist du da ganz sicher? Leo, wir sind in meinem Büro. Kannst du mir kommen, bitte? Ich habe dich gehasst, als Vater dich damals zu uns ins Haus geholt hat. Ja, ich weiß. Und ich habe dich geliebt. Später habe ich dich geliebt. Und du hast mich gehasst. Du erwartest von mir, dass ich ein Geständnis ablege. Aber das wäre nicht die Wahrheit. Und? Was ist die Wahrheit? Das hätte ich gerne von dir gewusst. Können Sie bitte mal kommen? Nein, nicht Sie. Sie. Frank Werdenfels hat sich in Ihrer Wohnung erschossen. Wie ist das denn passiert? Ich habe Sie vorhin schon mal gefragt, Frau Bremer. Haben Sie mir was zu sagen? Ich... Nein, ich... Greift die Zusammenhänge nicht. Das werden Sie aber müssen. Hat er... Ich meine, glauben Sie, dass Frank seine Frau getötet hat? Wie es aussieht, ja. Nein. Das habe ich nicht gewusst. Bitte glauben Sie mir. Iris, glaub du mir. Haben Sie von dem Verhältnis zwischen Frank Werdenfels und Ihrer Schwester gewusst? Ja. Aber ich habe das nicht wahrhaben wollen.
Frank ist gestern Abend aus den Staaten zurückgekommen. Einen Tag früher als beabsichtigt, weil er noch eine Nacht mit mir verbringen wollte, er zu seiner Frau zurückgeht. Ja, und? Ja, diese Liebe zwischen Frank und mir hat vor ungefähr 4 Wochen angefangen. Ja, dann haben wir gestern Abend diese Fernsehsendung von Iris gesehen und dabei die Stimme von Frau Werdenfels erkannt. Und als sie dann geschossen hat, da bat er mich, zu ihr zu fahren und Iris beizustehen. Gut, da habe ich sie ja gesehen. Und weiter? Was weiter? Nichts weiter. Die Pistole, mit der sich Frank Werdenfels in ihrer Wohnung erschossen hat, ist dieselbe, mit der seine Frau getötet wurde. Was ist Ihrer Meinung nach passiert? Ja, dann hat er wahrscheinlich in der Zeit, wo ich nicht da war, die Wohnung verlassen und seine Frau getötet. Jedenfalls, als ich so gegen 2:30 wieder zurückkam, da war er da. Oder wieder da. Ja. Ja, dann muss es wohl so gewesen sein. Das Verhalten seiner Frau während dieser Fernsehsendung hat ihm wahrscheinlich klargemacht, dass er nur durch ihren Tod an das Geld kommen kann. Das war seine letzte Chance, er war finanziell ruiniert. Und er konnte es nie ertragen, zu verlieren. Er hat es nie ertragen können, zu verlieren. Mehr weiß ich nicht. Es kann so gewesen sein. Aber es muss nicht. Bei Ihnen muss ich mich entschuldigen, Frau Dr. Sebald. Es tut mir aufrichtig leid. Sie können nach Hause gehen. Ich auch, nehme ich an. Nein, nein, Sie nicht. Ich muss Ihnen das nicht glauben, dass Sie von dem Mord nichts gewusst haben. Und wenn das so ist, dann reicht das für eine Anklage wegen Beihilfe. Iris, jetzt sag mal was. Bitte. Also hilf mir doch! Ich kann nicht. Wenn ich bitten darf, wir fangen noch mal ganz von vorne an. Jetzt, Henry.